Damen und Herren, da haben wir gleich ein Interview mit Hans-Peter Hofballer. Wir haben mehrfacher Österreich-Rundfahrt-Teilnehmer. Ja, die anderen wissen den schon mal besser. Aber heute zum Rennen ein paar Worte. Du hast ja gekämpft mit diesem Mann vom russischen Nationalteam. Hast du dann gesagt, du hast ihn angeschaut und gesagt, ja, das ist so ein kleines Kaliber. Wie ist der Rennverlauf? Ja, der Rennverlauf war so, dass ich am Anfang nicht mitgekommen bin. Ich habe schwere Beine gehabt und habe dann noch ein Flachstück einholen können. Und zum Schluss Mann gegen Mann haben wir mehrmals kleiner attackiert, aber er ist wesentlich schmutziger wie ich. Und zum Schluss hat es mir natürlich zerrissen, 70 Meter fahren zu. Gut ab und Kompliment, das war ein gewaltig sauberer Ja, Hans-Peter, aber wenn man auch schaut, also das ist ein Wahnsinnsaltersunterschied auch, also das sieht man ja. Also. Und ja, ich weiß nicht, wie viel Ihnen das Ei in den Beinen hat, aber wenn man auf Facebook schaut, du hast ja jeden Freitag, Samstag, Sonntag, jetzt war die Bike Night, wie will ihn auch immer rennen, Freitag, Samstag, Sonntag, ihr seid ja immer unterwegs. Und wann seid ihr schlafen oder wann seid ihr mal zu Hause? Schlafen dann mal in der Nacht und unterm Tag halt Rennen fahren und jetzt dann mal ein bisschen feiern. Dann ich sagen, Hans-Peter, herzliche Gratulation, Evi. Ebenfalls herzliche Gratulation, im Sommer auch unverbindlich, genauso im Winter auf den Langmarschieren, im Sommer auf den Rennen, wir scheinbar auch unbesiegbar. Ja, heuer läuft es ganz gut, heuer bin ich auch schon und ich kann Rennen, die ich immer habe. Also mehr, wie im Winter mittlerweile. Und ja, es ist, ich muss echt sagen, die Strecke schon auf, das ist ganz schön hart. Ja, ich glaube, das alle kennt wahrscheinlich, oder? Nein, das ist immer das Interessante, wenn man was erkennt und ungefähr nur beschrieben wird. Und dann rechnet irgendwie immer mit ärgsten Luft, dass man dann nicht nur vor schwere Tatsachen besteht. Morgen vor mir anschauen, hat man einen Abend, da habe ich auch schon mal der Hans-Peter Hofballer gesagt. Ja, weil Sie auch einen Sehenpaar sind. Immer so am Kirchtag nach Kärnten. Kinder holen. Ja, Kinder holen, ja. Doch, bei den nächsten Einsätzen vielleicht noch? Ja, heuer vielleicht nur die World Games. Mountainbike, das war eigentlich noch ein bisschen Zeit und sonst eigentlich nur mehr Saisonausklang. Unter anderem Saisonausklang. Aber wie gesagt, wir wollen natürlich auch Qualität, also wie gesagt, und da hat es Qualität heute nicht gefällt. Ja, darf das Mikrofon gleich an unseren Opel übergeben, an Peter Stöger, der auch zugleich auch von Radsport Stöger der Chef ist. Mit seiner Familie, mit Christian, mit der ganzen, mit einem tollen Team hat er dieses 15.43er Gaudi, das wieder veranstaltet, glaube ich, zu aller Zufriedenheit natürlich. Und Peter, gleich um die Großworte der Benediktin. Ein herzliches Dankeschön auch von meiner Seite. Ich möchte jetzt da als erstes mal, weil wir haben eigentlich den an Obmann vom Wintersportverein Ebs, an Witzer Georg, der jetzt gleich bei uns die Zeitnehmer macht und bei uns auch im Ausschuss ist, im Radlverein. Und da möchte ich mich mal ganz herzlich bedanken, dass wir die Schichler bieten nutzen dürfen als Preisverteilung als Ort. Und ich glaube, das Ambiente da herum ist auch ganz was Besonderes. Das ist ein ganz wichtiger Teil von der ganzen Veranstaltung. Und mit dem wieder, so wie wir es heute haben, ist das wirklich eine geniale Sache. Bei euch Teilnehmern muss ich sagen, Hut ab. Nicht so, weil das Feld nicht mehr stärker. Wir haben jetzt zwar heute den Schneckerrekord ganz knapp verfehlt, aber trotzdem dichte das halt jetzt ja mehr. Und ich muss sagen, Hut ab vor diesen Leistungen. Es war echt wieder die Fahrt da vorne abgefahren. Also speziell die Damenklasse wäre auch viel schneller. Also das ist gewaltig, was da passiert. Ja. Jetzt schreibt man zur Preisverteilung, es ist auch nicht in unserem Sinne, da euch ewig aufzuhalten. Die Preisverteilung nach Rennen ist echt eine ganz die wichtigste Geschichte und wir spannen euch immer länger auf die Folter und jetzt geht's los. Jetzt gebe ich das Wort wieder an der Stimme der Veranstaltung an Ederhermann. Dankeschön. Ich bin richtig aus Mattmai, ist es? Mattei, ja, aber das V gehört auch eigentlich gar nicht rein, wahrscheinlich, gell? Und so ist auch die Fette schon. So, Platz Nummer 2, Flachau KTM Racing Team. Der Teamchef persönlich steckt ganz oben auch hier mit 16,58 Hans-Peter Hofballer. Die Siegerzeit heuer 16,47 aus dem Jahr 2010. Der Strecke Schreckerrekord noch mit 16,09 aufgestellt von Erich Schaffrath. Aber unser Fahrer vom Nationalteam Russia hat daran geknappert. Hans-Peter Hofballer auf 2, herzliche Gratulation. Und auf Platz Nummer 3 vom Landhaus Krall mit 18,07 Christian Krüdel.
Christian Krügel. Christian Krügel, grüß euch vom Landhaus Krall. Christian Krügel. Jetzt haben wir hart. So, ja, leider nicht ganz komplett, vielleicht, ja, ist auch gleich, stimmen wir vielleicht an den Viertplatzierten hinauf, den Marco Lengau, schaut gut aus für Schlachau KDM, dem, ja, dann, wo ist er? Marco Lengau, bitte hinauf zu deinem Teamchef. So kommst du auf Schokal, damit wir Schokal komplett haben, ja. Kleines Dankeschön aus Flachau, KTM Racing Team, wir sind stolz, dass Sie hierher gefunden haben. Deshalb super Applaus nochmal, jawohl! Hans-Peter Opala, Mamikin Matvei und als Vierter Marco Lengauer. Leider nicht anwesend, Platz Nummer 3, Christian Krügel. Schauen wir mal, die Zeit 1934, Kola Thomas und neue Vereinsmeisterin 2013, Susi Himmel. Herzliche Gratulation, ausgedeutete. Schützen Hoffi, Susi, soll mal ein Foto machen können? Komm her. Gemeinsam statt einsam. Damit schaut es auch ganz auf. Von dieser Veranstaltung natürlich 1543er Flützinger Bräu natürlich, Spesselleiter und Sunto, Carmen. Ja, wir haben da einige Sponsoren natürlich, die uns hier unterstützt haben. Was sagst du wieder mal locker, dann nimmst du mit, dann haben wir mit dem anderen hin. Ich weiß, da haben wir einen. Nein, den magst du nicht. Platz Nummer 2. Aus Helmer kommt 21-13 Armin Huber. Natürlich. Huber Timberger. Armin Huber. Wo ist er? Der Huber. Der Huber, der Meier und ich. Ah, doch immer. So, Platz Nummer 3. Immer mit dabei. Albin Biedersebecker mit 21-43. Christian Kitzbichler. So, der Stockerl, Sieger mit 21-11, Hubert Himberger, auf Platz 2, 21-13, Armin Huber und Platz 3 mit 21-43, Christian Kitzmüller nochmals. Herzliche Gratulation und Dank, heftigen Applaus natürlich. Die 26-06. Chrissy Blobner oder Christine Blobner? Was ist das? Glaubst du, Helly Farm schon? Christine Blobner! Und Platz Nummer 3, Untergottenberger Möbel. 28-23, Andrea Knapp, herzliche Gratulation! Und da bitten wir gleich heraus auch die viertplatzierte Nadine Kirchner. Herzliche Gratulation ebenfalls. Stehst du auch gleich dahin, Nadine? Bitte da drüben. Der Siegerpodest mit Eveline Gartner, mit Chrissy Blobner. Das hab's nur geschickt. Hast du? Weißt du nicht? E-Gartner. Wo will ich das aber falsch gesagt? Thomas Braschberger, Hans Frisch und Susi Kimmel, das Team URC Reikerstück Elbs 3, Gesamtzeit 1,29,51. Platz Nummer 5, Martin Reinhold, Thomas Sechensteiner, Klaus Huber, das Team Los Rapidos mit einer Gesamtzeit von 1,23,30. Vierte, URC Reckerstöber, EBS 2, Mannschaft 1-0-6-16 mit Gottfried Bauer, Andi Matt und Martin Kopp. Wir bitten heraus auf Platz Nummer 3 mit einer Totalzeit von 1-0-2-0-5. Dominik Salcher, Gerhard Wechselberger und Andrea Sollaus, die Brixendal Connection. Bist du allein? Bist du Connection? Platz Nummer 2, Thomas Koller, Matthäus Fischbacher und Hannes Moser, das Team URC Reikerstöger EBS 1, 1-0-0-48. Oh.
lieber Marco, haben wir schon erklärt. Sie haben sich den Preis genau ausgesucht natürlich. Sie fahren ja in Kürze nach Rosenheim zum Flützinger Breuzelt. In die Fitlounge geht's hier für Hans-Peter Oballer, Marco Lengauer und Christian Bonimeier, 53-24. Herzliche Gratulation. Ich bin Reisebüro. Hans-Peter Oballer, der Teamchef. Christian Bonimeier und Marco Lengauer. Herzliche Gratulation. Und ich kann nur sagen, das ist eine bärige Sache, also da müsst ihr aussehen. Der Pippel ist da unter den ganzen Herren gegessen, hat gesagt, schaut's aus, gell? Schöne Heimfahrt, Servus, pfiat euch! Übrigens, die Liste ist schon online gestellt, glaube ich, für Sonntag.